The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Botschaft vom Kreuz. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Gott hat mir eine Botschaft an sein Volk aufgetragen. Ihr seid teuer erkauft worden, und alles, was ihr habt und seid, soll zur Ehre Gottes und zum Wohl eurer Mitmenschen eingesetzt werden. Christus starb am Kreuz, um die Welt vor dem Untergang in Sünde zu retten. Er bittet um eure Mitarbeit in dieser Aufgabe. Ihr sollt seine Gehilfen sein. Mit ernstem, ausdauerndem Einsatz sollt ihr versuchen, die Verlorenen zu retten. Die umwandelnde Macht der Gnade Christi formt einen jeden, der sich dem Dienst Gottes hingibt. Nicht länger kann er gleichgültig bleiben, während um ihn herum Seelen verloren gehen. Es wird ihm klar, dass jeder Bereich seines Wesens Christus gehört, der ihn von der Sklaverei der Sünde losgekauft hat, und dass jeder Augenblick seiner Zukunft mit dem kostbaren Herzblut des eingeborenen Gottessohns bezahlt worden ist. Schätzt ihr das Opfer von Golgatha so hoch ein, dass ihr bereit seid, alle anderen Interessen dem Werk der Seelenrettung unterzuordnen? Derselbe intensive Wunsch, Sünder zu retten, der das Leben des Heilandes kennzeichnete, ist auch für das Leben seiner wahren Nachfolger typisch. Der Christ möchte nicht für sich selber leben. Es macht ihm Freude, alles, was er ist und hat, dem Dienst für den Meister hinzugeben. Er wird von einer unaussprechlichen Sehnsucht bewegt, Seelen für Christus zu gewinnen. Wie kann ich am besten den verherrlichen, dessen Eigentum ich durch Schöpfung und Erlösung bin? Diese Frage sollten wir uns alle stellen. Besorgt und engagiert wird sich ein wahrhaft bekehrter Mensch für die Rettung anderer einsetzen, die noch unter Satans Macht stehen. Wir haben jetzt nur noch wenig Zeit für die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Die Menschen brauchen die Wahrheit. Man muss sie ihnen mitteilen, und das kostet ernste, treue Anstrengungen. Um Seelen muss man sich bemühen, für sie beten und arbeiten. Auf uns ruht die schwere Verantwortung, die Welt vor dem bevorstehenden Untergang zu warnen. Gott ruft seine Gemeinde auf, sich zu erheben und mit Kraft zu bekleiden. Unvergängliche Kronen sind zu erlangen. Das Himmelreich ist zu gewinnen. Die Welt, die in ihrer Unwissenheit zugrunde geht, soll erleuchtet werden. The Lord is coming. Are you ready?